Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind hier noch im, ja, in der Schule oder ja, Kuba Lieberchen sagt hier Irrenanstalt. Ich weiß gar nicht, was das so richtig ist, aber ist mir auch ziemlich Wurst. Wir sind hier fertig. Wir haben eigentlich das gefunden, aber ich glaube, ich nehme noch so ein bisschen das Material mit, was hier ja so meins ist. Und zum zweiten Punkt hier zu meiner, sag ich mal, salopp gesagte Rotzerei. Allergisch glaube ich gar nicht, weil ich habe das nur frühs. Also wenn ich eine Allergie habe, weil ich immer vor der Arbeit aufnehme, ist es wahrscheinlich gegen Arbeit. Oder halt zu früh aufstehen oder sowas, ne? Aber nicht gegen Katze, das glaube ich nicht. Weil sonst hätte ich es auch abends oder immer. Ich habe es eigentlich nur direkt beim Aufstehen. Deswegen denke ich mal so, ja, Erkältung immer noch. Oder, weil ich ja meistens, heute habe ich es mal nicht gemacht, ne? Weil ich ja meistens, denn... Damit ich auch frei atmen kann und euch auch, ja, sag ich mal, nicht ein Vorpfeife, ne? Habe ich denn hier pst, pst, so ein Nasenspray rein? Heute habe ich es mal nicht gemacht. Mal gucken. Vielleicht macht das, vielleicht bin ich auch gegen das Nasenspray allergisch. Wer weiß, wer weiß. So. Dann gehe ich mal raus aus der Irrenanstalt. Ja, die Schule. Das ist doch die Schule. Das ist doch die Schule. Steht Highschool. Würde ich schon sagen. Mit Kinder-Irrenanstalt. Na, eigentlich wollte ich gar nicht den Stoff, aber jetzt instinktiv habe ich drauf gedrückt. So, ab raus hier. Weiß gar nicht, ob wir die Flagge da vorne nochmal brauchen. Eigentlich nicht. Da könnten wir eigentlich, wenn wir zu Hause sind, mal kurz gucken, ob wir mal selbst eine Flagge bauen. Oder ja, was kommt? Lass uns die doch. Vielleicht den Hammer noch. Lass doch die da einfach abreißen. Und dann lass doch mein Zuhause markieren. Egal, ja, komm, ey. Ich würde das schon seit Jahrhunderten machen und macht das nie. Achso, wollte schon sagen, ich werde auch markieren. Lasst uns froh und munter sein. Aber ist ja bald wieder soweit, ne? Mann, ey, dieses Jahr ist auch schon wieder rumgeflogen wie sonst was, ey. Für einen frühen Jogger morgen vertragt ihr aber viel. Ah, da ist ja noch einer. Boah, wie vertragen die denn? Heftig, ne? Ist das bei euch auch manchmal so? Treffe ich so beschissen? Guck mal, sie verträgt auch mehr als drei sonst. Weniger als drei. Sagen, du musst ja jetzt mal ein bisschen Geschichte sein. Übertreib deine Rolle nicht. Vampire. So, wo ist der andere Idiot? Na dann. Wie kommt er denn jetzt her? Die denn ranziehen oder was? Wo kommt er denn jetzt her? Ich hab den doch da hinten erschossen. Also ich beschwöre mich jetzt nicht. Aber schon, hä? Schon ein bisschen merkwürdig. Kam da jetzt auch rangeflogen oder wie oder was? Oder was oder wie? Komisch, ne? Katze, komm. Komm hoch. Du willst es doch auch. Komm schon. Mal, wie Feinde da sind. Heftig. Er war jetzt komisch irgendwie. Also jetzt bin ich ein bisschen confused. So viel kann mein Hirn denn am frühen Morgen ohne verarbeiten. Eigentlich ist nur früh morgens so dieses Atmen. Und Kaffee. Werden viele kennen, denke ich mal. So. Jetzt können wir ja eigentlich sorry, das nächste erfinden. BZW. Ja, zum nächsten hin. So, hier müssen wir hin. Das heißt, ich laufe ja total die falsche Richtung eigentlich. Aber wer weiß, was hier hinten ist. Ich glaube zwar nicht mehr so viel. So ein Bärchen wäre ganz nett. Ah ja, hier sind wir ja runtergepoltert.
Heute die Polter sind wir. Ne, hier gibt es nichts mehr. Ich muss auch noch reparieren und so. Und diesmal muss ich wirklich reparieren. Und der fällt mir gerade ein, ne? Kuba Lieberchen hat erzählt so, ja, ab Nacht 20 kommen dann zwei. Wie zwei? Sind doch jetzt schon immer zwei. Kommen nochmal zwei denn? Oder wie? Wir hatten ja, letztes Mal haben wir es ja gar nicht gesehen. Da hatte ich ja gerade so die Raketen, Mehrfachraketenwerfer oben hingestellt. Und die haben ja alle grundlos weggeballert. Aber davor, vor zwei Wellen, also Welle 14. Nein, nicht vor vier Wellen, also zwei Wellen, wo Titan kommt, so gerechnet. Da waren noch zwei. Klar. Ich bin auch da übelste Kreise hier ran. Das zweite Mal Kreise gerannt, wohlgemerkt. Nee, das erste Mal Kreise hier ran. Aber ich glaube ab 14 Gramm. Bin ich nicht mehr relativ sicher. Zumindest bin ich nicht bekloppt und bild mir das ein. Hoffe ich. Nee, aber da waren auf jeden Fall zwei. Da können wir auch mal den Crap hier unten rein noch hier aufheben. Klar, so Baum und sowas brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wer weiß, ob ich nicht das doch noch haben möchte. Was habe ich denn da jetzt? Ah, Gummiharz bestimmt, wa? Das ist bestimmt nur das komische Zeichen für Gummiharz. Garantiert. Weil eventuell kriege ich ja hier auch noch Stecker, ne? Guck mal. Da sitzt hier noch, dann brauche ich nämlich so nicht sammeln, wenn ich hier den Scheiß so einsammle. Zumindest nicht mehr viel sammeln, ne? So, sonst so hier? Nö. Ein bisschen, was das war, aber Shitpulver wahrscheinlich, ja? Ein Stück Eisen, was ist das denn? Kohle? Halt so weit verstreut hier, wa? Heftig. Jetzt fängt es schon wieder an zu jucken. Also wenn ich allergisch bin, dann wirklich gegen Arbeit. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht an meiner Arbeit liegt, sondern einfach dieses früh morgens aufstehen. Aber ich glaube, ist egal, wann ich aufstehe. Ich könnte auch mittags aufstehen, wäre trotzdem jetzt nicht so geil. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man so bestimmte Sachen lieber machen würde. Oder ich sollte einfach eine Stunde früher aufstehen, aber das kann ich nicht. Ich muss einfach. Das, nee. Nee, das geht gar nicht. Jetzt nochmal früher aufstehen, ist ja gar nicht meine Welt. Manche können das ja, manche stehen ja, ich meine, ja, besonders Frauen können das. Die kenne ich ja bei Männern auch. Wenn die um 8 anfängt, ne, steht die um 6 auf, so ungefähr. Beziehungsweise die ist ja noch bekloppter, ne? Das könnte ich gar nicht, was sie macht. Ne? Sie steht, also sie muss um 8 Uhr anfangen. Sie steht um 5 Uhr auf, ne? Macht sich denn fertig im Bad, also geht duschen und sowas, ne? Macht sich denn fertig, legt sich denn nochmal hin um 6 Uhr, steht um 7 Uhr wieder auf, ne? Macht sich fertig und geht, macht dann zur Arbeit, ne? Und ihr Arbeitsweg ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, ja, na klar, vielleicht fährt die eine halbe Stunde. Nee, 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 10 Minuten. Und trotzdem kommt sie immer noch zu spät. Verstehe ich nicht, ne? Bei mir ist es so, ich stehe. Ich muss um 7 anfangen zu arbeiten. Vielleicht lasst das Vieh mal auf mich zukommen, dann muss ich nicht so weit, nein. Ich muss um 7 anfangen. Dann stehe ich 5:45 auf, mache meine Aufnahme. Und dann geht's los. Deswegen also, ein bisschen. Aber Frauen sind ja eh so ein bisschen ganz anders, ne? Das ist ja, die haben ja auch andere Ansichten. Also das ist, für die sind ja auch Farben ganz anders. Also wenn man drüber nachdenkt hier mit diesen Magenta, Rot, Rosa, Lila, Violett. Ach, weißt du, für mich ist alles lila. Da muss ich nicht unterscheiden. Dann ist der Dude. Wir Frauen ist das alles den 10.000 Dingern ja, aufgeteilt da und klassifiziert. Ich muss also selber, nee. Kriegst ja eine Macke, wenn du das machst.
Wo ist denn hier ein Vogel? Eine Eule wäre ja auch mal nicht schlecht. Wenn ich meine Eule sehen würde. Ja. Tammy Moore. Ja. Mit einem Moor. Moor sagen. Wo sitzt denn die Eule? Nee, grillen wollen wir nicht. Gegrillte Eule? Nicht so lecker. Oder? Ich weiß nicht, wo die ist. Ich glaube, bei den meisten ist es eh zu viel Leo, die kriegst du ja nicht. Siehst ja bei den Hirschen, ne? Och, geh mal, wie da hinten runterfällt, ey, meine Fresse. Lieber Herr Gesangsverein. So, da ist irgendwas in die Klatsche. Jetzt will ich mir das mal angucken. Was ist denn hier jetzt runtergefallen? Eine Taube. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das Täubchen hier. Ja, wo denn? Ich sehe ja nichts. Ich höre auch nicht richtig, wo das sein soll. Bist du hier drin? Nee, ne? Was bist du jetzt? Das ist es, wa? Jo, das Neule. Und zwei Schweine. Ey, jetzt ist ja richtige Vogeljagd hier ausgebrochen. Noch was hier? Schwein nehme ich ja noch, also. Sind die andere Sau? War hier nicht noch eine? Ist noch eine irgendwo in die Rand, ne? Ah, die sehe ich jetzt nicht. Ist aber hier Jäger, ja hier. Oder so. Ach, geh mal da. Ha. Ja, das Vieh kriegen wir auch noch. Ach, geh mal hier. Noch ra. Ey, meine Fresse. Das ist ja richtig geil. Wie viele tote Viecher wir haben. Meistens interessieren mich hier die Stecker und die Turnbeutel natürlich. Vielleicht noch irgendwie so ein exotischer Vogel, aber mehr Turnbeutel oder meistens Stöcke. Ich hab schon mal gesagt, dass die Turnbeutel sehr nice sind. Ah, schön viel. Da können wir ja reparieren. Da kann ich ja nächste Folge hier ohne Ende reparieren. Das ist ja schön. Besonders wichtig ist ja auch, dass wir hier den Scheiß nochmal haben, weil wenn ich jetzt das Buch habe, bräuchte ich natürlich auch die Punkte, um das freizusetzen. Ne? Ich weiß nämlich nicht mehr so richtig, ob das denn schon so weit war. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht im Journey, wo wir jetzt vielleicht noch hin müssten. Haben wir jetzt schon eigentlich alle Aufgaben weg oder kommt da jetzt noch was dazu? Wisst ihr das? Von der Warte ja weiß ich gar nicht mehr. Da können wir gleich mal reingucken. Die Fahne wollte ich auf jeden Fall noch bauen. Also nicht, dass das wieder irgendjemand vergisst hier, aber. Und da hinten hatte ich jetzt die Eule noch erschossen. Da muss ich auch noch rein. Da ist die andere Sache. Der hat meine Eule gefressen. Ey, da hat die Sau an meiner Eule knabbert. Habt ihr die gesehen? Gibt's da gar nicht. Ey, was ist denn hier los? Der frisst ja einfach so meine Eule weg. Also die ist ja noch da, aber ich wette, da fehlt irgendwie sowas. So ein Stück. Gib mal eine Nacknack noch. Ey, ist ja hier.
Richtig viel Action. Also so viele tote Tiere. Aber wahrscheinlich sollte es sein wegen, damit ich hier jetzt auch die Waffen mal auf 400 kriege oder sowas. Dann machen wir uns ja auch mal Lichtschwert. Die Hasen interessieren mich ja nicht mehr. Aber ich glaube, jetzt hier haben wir alles eingesammelt. Ist soweit gut. Ich wollte eigentlich ja auch mal machen, dass das hier alles aus Metall ist. Patz. Oh ja, du Schnatterinchen. So, haben wir das auch? Was bist du für ein lustiger Vogel? Die sammle ich später. An schlechten Tagen. Kommt hier ein Anirand oder was war das jetzt? Erstmal will ich gucken, das hier, ne? Nee, Moment. Erstmal brauchen wir mal eine Flagge, meine Leute. Hier. Damit wir auch mal wissen, wo wir wohnen. Zack. Geil. Ne, wir haben eine weiße, gut. So, dann will ich mal gucken, was wir das hier hinten freisetzen, falls wir hier noch Punkte haben. 300 sieht nämlich gar nicht mal so gut aus. Ne? Das haben wir jetzt, brauchen wir aber noch ein paar Punkte. Dazu haben wir aber Blätter. Ah, falsche Taste. Gut. Und dazu haben wir nämlich reichlich Blätter und ich glaube, das war hier, ne? Da kann ich aus den Blättern Forschungsmaterial machen. Okay, 70 ist nicht viel, muss ich sagen. Kann ich hier nicht auch ein bisschen schon einlagern? Jetzt hier nicht alt rumschleppen, ne? So. Aber wir haben trotzdem nicht so viel. Oh, das wird ja nicht, glaube ich, ne? Das ist außer, ich finde jetzt ein bisschen was. Jetzt haben wir 104 gemacht, das würde auch nicht reichen. Nö, ey, 43 fehlen, echt? Gut, aber das ist jetzt, ja, ist doof. Aber nicht allzu schlimm. Ich will mal hier so ein bisschen den Stuff reinmachen. Doch noch ein Chip gefunden. Siehst du schon alleine an den Chips? Wenn ihr sagt, ein Titan hatte man einen Chip. Also, ne? Haben wir jetzt so 5. Ich wette, irgendwo liegt nur einer rum. Nicht nur hier aufhören, aber wir hatten ja 10, 12. So, dann 14. 16, 2. 18, 2. Müssen wir eigentlich 7 haben, oder? Oder? Oder bin ich blöd? So. Hier kannst du mit rein. Ich weiß sonst nicht so richtig. Wir machen die Waffen noch hoch. Immer das leckere FIFA fressen rein. Du kommst ja auch noch mit rein. Gut. Snickers bald mal, das hier rein. Das hier und das hier. Aber sonst noch was zu fressen? Bearbeitet. Achso, ja, das hatte ich ja hinten rausgenommen. Die nehmen wir jetzt alle gleich raus, nachdem wir hier so ein bisschen das schön gemacht haben. Munition. So, das hier kommt hier rein. Das hier kommt hier rein. Mal ein bisschen Yummy, ein bisschen Plaster, Klebeband und so. Den ganzen Firlefanz geht hier ganz schnell rein. Ach, bevor ich hier weitermache, wartet mal. Nein. Hier, die Scheiben sollte ich ja auch mal austauschen, ne? War da dann nicht was? Irgendwie so war da was, ne? Guck dir mal auf. Ja, wo denn? Sag mir wo und ich komme. Ah, hier müsste ich ja auch noch eine Brücke wieder reinbauen. Hier die Beutelchen hatte ich alle hochgesammelt, ne? Irgendwas ist hier weggeflogen, aber ich sehe nicht was. Ja, hier die Beutelchen hatte ich alle. Da sind auch keine Beute mehr. Da ist nur der Fuchs, der ja, warum auch immer, wieder drin war.
So, dann können wir das nämlich mal hier alles resetten. Ach so, so haben wir denn. Ach, wir nehmen denn alles raus. Okay. Jetzt habe ich leider selber gar nicht geguckt, ob wir viel genug gekriegt haben, ne? Aber naja, gut. Wird schon so hinhauen. Gut, eben würde ich sagen, ich glaube, ein Buch fehlt uns noch. Dann gucken wir mal in Journey rein. Jetzt fängt es nämlich schon wieder bei mir an. Deswegen, wir fangen mal beim gucken da rein, ja, in Journey. Und wenn nicht, dann bauen wir ein bisschen. Ich glaube, eins fehlt noch. Und ja, dann rüsten wir ein bisschen mal auf. Ne? Vielleicht Waffen, so Updates und so. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.